Eigentlich schon, aber das war gar nicht so geplant. Das geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Da fing die Industrialisierung an und mit der Industrialisierung kam es zu einer Trennung zwischen Wohnort und Arbeitsort. Die Frauen mussten immer öfter arbeiten, also sie haben ja früher immer gearbeitet, ob in der Landwirtschaft oder im Handwerk. Aber mit der Industrialisierung musste man in die Fabrik gehen. Das bedeutete auf einmal, dass sich für die Frauen die Frage stellte, was mache ich mit den Kindern? Zum Teil kamen sie dann zu den Großeltern, zu den Nachbarn, zum Teil blieben sie einfach draußen hängen, den ganzen Tag. Und das fiel natürlich der Regierung auf, die vielen Kinder, die einfach mal auf der Straße blieben. Und die haben da gesagt, so geht's nicht, wir müssen eine Lösung finden. Wir können also nicht die Arbeiterlöhne erhöhen, das wäre natürlich die ideale Lösung gewesen, damit die Frauen dann zu Hause bleiben. Also werden wir die Kinder aufnehmen. Und sie haben Asylräume eingeführt, sogenannte Salle d'Asile, schon im Jahr 1839. Das ist also wirklich sehr alt. Und daraus wurde die École maternelle, die französische Vorschule, 1881, mit auch gleichzeitig diesem republikanischen Ideal der Chancengleichheit und der Förderung, der gezielten Förderung der Kinder. Mit anderen Worten, es unterlag von Anfang an dem französischen Erziehungsministerium und von Anfang an wurden die Kinder also wirklich nicht nur betreut, sondern man hatte gleich das Ziel, ihnen auch Kompetenzen zu vermitteln. Das führte nach und nach, wie gesagt, zu einem flächendeckenden Ausbau, aber ich würde sagen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das führte dazu, dass die Frauen einfach nach 3 Jahren die Möglichkeit hatten, wieder arbeiten zu gehen. In den 50er, 60er Jahren haben also die Frauen angefangen, immer mehr in den Beruf zurückzukehren, weil die Kinder den ganzen Tag weg waren. Und auf einmal stand natürlich die Regierung da und sah, alle Frauen wollen arbeiten, wir müssen Lösungen finden. Die haben vor allem auch Vollzeit gearbeitet und da fing es richtig an. Auch unter dem Druck von feministischen Bewegungen. Aber wie gesagt, eher im Nachhinein, als man festgestellt hat, gut, die Frauen arbeiten und sie wollen das.